Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play For Honor. Jetzt hier mit der zweiten Wikinger-Kampagnenmission Wikinger-Diplomatie. Das ist barbarisch. Du hast auch schon Scalps genommen. Das zählt nicht. Dann warten wir auf dein Zeichen. Genau, ihr wartet auf mein Zeichen. Ja, befreie die gefangenen Wikinger. Machen wir mal. Oh no! Na los, sind das Samurais? Wikinger in Käfigen. Nein. Inakzeptabel. Sind es nicht. Sah gerade so komisch aus von der Maske her. Ey Kollege. Jetzt reicht's aber. Ja. Das kann man auch machen. Boah. So. Bam. Wow. Und komm her. Aua. Nein, 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 nein. So. Bam. Und jawoll. Das war's für dich, Kollege. Sehr schön. Axt in den kleinen Kopf rein. So. Hallo, meine Stammesbrüder. Ihr werdet frei sein. Los, folgen Sie mir. Für die Anna. Wikinger beten die Götter des Waldes, des Sturms und der Steine an. Die Götter der Samurai sind die des Feuers, des Windes und der Gedanken. Die Götter der Ritter sind Eisen, Stahl und Gold. Und die Macht. In dem Punkt sind wir uns alle einig. So, schalten wir die mal aus. Kommt her. Wo, was war das gerade im Hintergrund? Das hat sich gerade so komisch angehört. So. Dann gehen wir mal dort hoch. Attacke. Ey, das will ich auch machen. Das sah ja mal cool aus. Au, jetzt weiß ich, was das für ein Geräusch war. Jetzt weiß ich's. Und weg mit dir, mein Kollege. Bumm. Wunderschön. So, jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Wo? Bam. Wemsi. Attacke. Au. Dein scheiß Feuer macht mir nichts aus. Ich bin sowieso eine lebende Kerze. So. Hoch da in die gute Stube jetzt. Töten die. Kriegsblutgefangene. Ich musste sie befreien. Let's go, let's go, let's go. Na, Kollegen. Komm her. Boah, ich weiß nicht, das ist mir zu agil, ehrlich gesagt. Komm. Jawohl, jetzt müssen wir gleich haben. Kommen Sie mal her, Kollege. Ja? Du bist gleich sowas von tot. Boom. Und weg mit dir. Sehr schön. Sah wirklich wunderschön aus. So. Nochmal hier alles zerstören. So. Sehr schön.
So, mein Kollege, du kommst auch frei. Für die Ehre. Sif. Länderin! Wir kannten uns schon. Ich weiß, du bist es! Ich schätze, das war das Zeichen. Okay, was passiert jetzt? Uhu! Erreiche Runa und Helva. Hallo, meine Männer. Seid ihr bereit für Honor? So, auf in den Kampf. Let's go, let's go, let's go. Angriff! Nun hatte der wahre Kampf begonnen. Ich mache euch alle fertig. Kommt her. So, jetzt müsst ihr dran glauben. Komm her. So, kommt. Kommt schon, war das alles, was ihr drauf habt. Ist echt so. Wir müssen wirklich hier die Erde tränken mit dem Blut. Kommt her, meine Kollegen. Ihr müsst alle sterben. So, kommt her. So, bam. Einfach hier durchkämpfen. Durch diese kleinen anwidernden Gegner. Boah, die haben keine Chance. Zieht's euch rein, Leute. Die werden auseinandergenommen. Was machst du denn beim Kriegsblut-Clan? Du redest zu viel. Komm her. Sif hatte mehr Leute. Der Kriegsblut-Clan hat... Los. Heute sterben! Komm so her. So. Und go. Und bam, nein. Schnell, wir müssen treffen. Nein, bist du nicht. Oder vielleicht doch doch. Oh. Da ist mein Kopf kürzer geworden. Na gut, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr blocken müssen. Hat man auch jetzt, glaube ich, gesehen. Sylph hatte mehr Leute. Der Kriegsblut-Clan hatte mich. Nicht besiegen. Komm her. Komm schon. Na los. Glaubst du, du bist besser als ich? Habe ich eigentlich erwartet. Komm her. Ey, 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 Kollegin hier. Bewahren Sie mal der Ruhe. Komm, ich will die alle exekutieren. Oh. Jetzt reicht's. Das alte Blutrecht sitzt tief in unserem Volk.
Wir waren endlich wieder vereint. Es war Zeit, unsere übrigen Gefangenen zu befreien. Steganda. Wo wart ihr so lange? Wikinger suchen, die dich noch nicht hassen? Hab Dank, Kriegerin. Enttäusche mich nicht, Jarl. Oh, du gefällst mir. Es war Zeit, unser Geburtsrecht einzufordern. Ja, okay, Leute. Nächste Story-Mission hier abgeschlossen. Ja, also die Mission ging ja echt kurz. Muss man echt mal so sagen. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, freut euch auf die nächste Folge von Let's Play For Honor. Lasst eine Bewertung wie immer da, schreibt einen Kommentar. Die Wikinger vereinten sich. Und das sehr schnell. Nun wandten sie uns ihre Aufmerksamkeit zu. Ich ließ einige meiner Schwarzenfelsleute in Falkenheim, um die Werften dort zu überwachen. Steganda, der neue Jarl, wollte uns diese wieder abnehmen. So, jetzt aber. Lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und ja, Leute, haut rein und ciao.